Balla Ballack Deutschland, heute melde ich mich aus Deutschlands östlichstem Weinanbaugebiet. Nur hier im Berliner Westend kann und darf er angebaut werden, der offizielle FIFA-WM-Wein von Winzer Willi Schaff. Der Weinberg liegt nur wenige Minuten vom Olympiastadion entfernt, direkt an einem Bahndamm. Schaffs Motto, die Welt zu Gast bei Sommeliers. An der weltberühmten Hanglage, dem sogenannten BVG-Berg, wächst und gedeiht der edle Tropfen. Herr Schaff? Herr Schaff? Herr Schaff, glauben Sie, dass Ihr Tropfen auch dem Ballack mal gut täte? Aber selbstverständlich, wenn ich den ja in eine Flasche geben würde, der würde noch spritziger werden, wie er schon ist, ne? Das ist ein logischer Fall. Der rote Grunewald, der hat in sich so. Haut der einem so ein bisschen die Mütze weg, wenn man davon ja. So, ja? Ja, ach, da fängt die Hose an zu rutschen. Alme Trikot, Teil hat's an. Stiefel ohne Sohlen und kein Absatz dran. Ein echter roter Chateau du Blatter und gleich daneben ein großartiger weißer Cuvée de Meyer Vorfelder, den sich wahnsinnig gerne Ehefrau Erna hinter die Binde kippt, weil der so hoch dreht. Was ist das Besondere an Ihrem WM-Wein? Ja, weil er eben Natur ist. Und wenn, die Natur kann man nicht verfälschen. Die Hanglage ist ja ideal für Ihren WM-Wein. Was ist das Besondere an dieser Lage? Hier? Scheint ja den ganzen Tag, haut da der Lorenz drauf. Ja, die Sonne. Ganzen Tag. Ja, Herr Blatter, hiervon 4 Flaschen und wie sieht's dann aus? Also wenn ihr die 4 Flaschen verschnackeln würdet, dann müsstet ihr abends mit der Schubkarre von Heiligenhafen nach Hause gefahren werden. Dann wisst ihr nicht mehr, was hinten und vorne ist. Und wie sehen Sie das? Ja, da hat er recht. Hallo, Beta. Prosit! 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 Und das nicht nur. Rotwein hilft alles, hilft immer, ne? Aber sehen Sie mal, ich war in Stalingrad und da habe ich das Glück gehabt, bin ich Stalingrad entgangen. Übrigens für Fans gibt es diesen WM-Wein bereits im frühen Reifestadium an den üblichen Weinvorverkaufsstellen Aldi und Lidl im 1,5 Liter Tetrapack. Und damit zurück in die Weinkellerei von Spiegel Online.